Cantone denke, dann denke ich an die gemeinsame Zeit, die wir verbracht haben, an die ersten Arbeitsstunden. Das fällt mir als erstes sein, weil wir gemeinsam am Ofen gearbeitet haben und sehr viel in der Firma erlebt haben und auch bewegt haben. Ich habe mir immer kommen können und bleib bitte so, wie du bist. Und ganz eine wichtige Tugend, die der Toni hat, das du hast, Toni, ist, dass du trotz Visionärs die Bodenhaftung nie verloren hast. Wenn ich an dich denke, denke ich eigentlich an viele interessante Gespräche, die meistens dazu geführt haben, dass man die übliche Denkweise aufgibt und das Querdenken wieder aktiviert. An einem wundervollen Menschen, der sehr viel Vertrauen gibt, mich aber auch in der Vergangenheit immer wieder vor Herausforderungen gestellt hat. Danke dafür. Bodensemmeln. Kipferl. Neurowissenschaften. Da denke ich immer an Innovation, Fortschritt. Seiner Zukunft voraus. Modernisierung, Entwicklung. An das Habeversum. Projekt Habeversum war sicher eins der spannendsten Projekte, was ich mit dir gemacht habe. Wenn du an Toni denkst, dann was denkst du? An welchen jetzt? Der Opa? Der Schwiegervater? Der Schwager oder der Kleine? Anton der Vierte? Der Vater? Ach, ganz klar, Hans-Semmel. Hirnforschung. Ausdauer und Beharrlichkeit geht nicht, gibt's nicht. Und unsere interessanten Gespräche. Sehr netter Opa und auch sehr hilfsbereit und nimmt einen halt so, wie man ist. Also so viel Glück, so einen Opa zu erwischen, kann man fast gar nicht haben. Ein toller Mensch, ein Freund und ein ganz netter Chef gewesen. Wenn ich ihn treffe, freue ich mich. Toni mit einem Wort ist einfach ein Visionär und großartig. Mit einem Wort. Boah, mit einem Wort geht das nicht. Der Beste. Ein so cooler Hund. Gerecht. Spitze. Immer aktiv und nie im Stillstand. Sehr hilfsbereit. Innovativ. Ja, ein absoluter Querdenker, Visionär. Das Wort ist wahrscheinlich 30 Mal zu sehen im Video. Aber es ist halt nun einfach so. Papa Toni ist einfach ein Visionär und Mann mit vielen Ideen. Genussmensch, sei es jetzt beim Feiern oder kulinarisch oder, und da wird es gut, bei Herausforderungen, wenn er dann Probleme genussvoll löst. Ein Unikat, wirklich ein Unikat, ein sehr kreativer Mensch und ein absoluter Familienmensch. Toni ist ein offener Mensch, ein fröhlicher Mensch, ein cooler Chef. Der Toni ist mit einem Wort, da spricht jetzt die Mutter, sehr liebevoll. Er ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer, das muss man schon sagen, weil was da geschehen ist in den letzten Jahren, wie er das wieder weitergemacht hat, wie sie angefangen hat, also da bin ich schon, habe ich Mordsfreude mit ihm, muss ich sagen. Toni ist grenzgenial. Also lieber Toni, da wir ja beide ein gemeinsames Hobby haben und das ist ja Haubisbrot und Gebäck, wünsche ich dir zu diesem heutigen Anlass, weil heute hast du deinen runden Geburtstag, alles, alles Liebe zu deinem Geburtstag. Ich wünsche dir wirklich viel, viel Gesundheit, viel Glück, Erfolg haben wir gehabt, natürlich auch weiterhin viel Erfolg und dass die nächsten 60 Jahre genauso schön und genauso glücklich werden und genauso viel Spaß du hast, so wie wir jetzt immer gehabt haben. Alles Liebe, Toni. Ja, Toni, du warst sehr lange mein Chef. Ich wünsche dir zu seinem 60. Geburtstag alles Gute, Gesundheit und noch viele schöne Jahre. Dass er das, seine Wünsche, die er hatte und die er noch hat, in Erfüllung gehen, dass er seinen Lebensweg, so wie er ihn sich vorstellt, gehen kann. Hallo Toni! Hallo Toni! Ich und der Herwig wünschen dir zu deinem runden Geburtstag alles, alles Liebe und Gute. Und für die Zukunft natürlich viel Gesundheit und viel Zeit, was du mit deiner Familie und mit deinen Hobbys verbringen kannst. Ich wünsche dir für die Zukunft viel Gesundheit und viel Spaß in der Pension. Hallo Toni, ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und bedanke mich für die letzten 40 Jahre voller Freundschaft. Ich wünsche dir für die Zukunft noch Zufriedenheit, Gelassenheit, viel Gesundheit. Lieber Toni, lieber Herr Haubenberger, für die Zukunft alles, alles Gute. Das Allerbeste. Dass du so bleibst, wie du bist. Toni, ich wünsche mir für dich, dass unsere Firma, die was du und der Papa
über jahrelange Zeit aufgebaut hast, einfach so herzlich weitergeführt wird wie bisher. Ja, hallo Toni. Zuerst möchte ich dir einmal gratulieren für das, was du eigentlich in der Vergangenheit geschaffen hast, dir und deiner Familie. Und ich hoffe, dass du auch weiterhin für Bitzenkirchen und eigentlich für die ganze Region nach wie vor noch einiges vorhast. Herr Chef, ich wünsche Ihnen zum 60er ganz viel Gesundheit und alles andere kommt eh von selber. Ich wünsche dir für die Zukunft Zeit, auch die schönen Dinge im Leben zu genießen. Hallo lieber Toni, ich wünsche dir zu deinem Ehrentag alles Gute, viel Glück. Ich wünsche ihm, dass ihm die Ideen nie ausgehen. Toni, ich wünsche dir alles Gute zu deinem 60. Geburtstag. Viel Gesundheit, Zufriedenheit. Dass du so positiv, so voller Energie, Tatendrang, wissbegierig und einfach so weiter tust wie in den letzten Jahrzehnten, wo ich dich kennenlernen durfte. Lieber Toni, ich wünsche dir für die Zukunft vor allem Gesundheit, Zeit mit der Familie und dass deine Träume und Ziele du verwirklichen kannst. Vor allem Gesundheit, Glück und ein langes, langes Leben. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Viel Gesundheit, viel Arbeit, viel Spaß mit den Enkeln. Fürs Geburtstagskind. Ich wünsche dir jetzt einen ganz tollen, runden Geburtstag. Jetzt bist du auch in das Alter eines reifen Mannes gekommen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Vor allem wünsche ich dir für die Zukunft viel Gesundheit. Ich wünsche dir für die Zukunft Zufriedenheit und Gesundheit. Lieber Toni, ich wünsche dir für die Zukunft alles erdenklich Gute. Das Beste, das Schönste und natürlich viel Gesundheit. Du bist mit der Firma Hauwi für mich auch eine Heimat. Nicht nur gewesen, sondern noch immer. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Bleib so, wie du bist. Noch viel Gesundheit, Gelassenheit und noch viele Abenteuer. Dass du immer genug Zeit hast, um glücklich zu sein. Hallo Anton, ich wünsche dir für die Zukunft, dass du gesund bleibst und noch viele Ziele erreichen kannst und auch vor allem Gesundheit. Das ist das Wichtigste, ne? Lieber Anton, ich wünsche dir für die Zukunft viel Gesundheit, Glück, aber auch Freude und Frohsinn. Mir ist geflüstert worden, dass du am 13. Oktober einen ganz besonderen Tag feierst, deinen Geburtstag. Ich wünsche dir in diesem Sinne alles Gute. Opa, ich wünsche dir viel Glück. Für die Zukunft wünsche ich dir alles Gute, Gesundheit vor allem und viel Erfolg für dein weiteres Leben. Ein abwechslungsreiches, sorgenfreies und weiterhin gesundes Leben. Und viele Abenteuer. Mit deiner Familie. Und mit uns. Viel Weisheit, Zufriedenheit und noch etliche Antworten auf all die vielen Fragen, die du in deinem Kopf hast. Für die nächsten Lebensjahre genauso ein erfülltes und mit Liebe erfülltes Leben, wie du es die letzten 60 Jahre gehabt hast. Recht viel Glück in deinem Leben. Ich wünsche dir nur das Beste für das große Fest. Dass du gesund bleibst, dann kannst alles so machen, wie du es dir vorstellst.